Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Forgotten Anne von Throughline Games und der Publisher Square Enix. Vielen Dank nochmal an Square Enix für die Bereitstellung des Spiels. Das Spiel heute ist ja, also wenn die Folge rauskommt, heute kommt es auch raus bei Steam. Und ja, ist halt ein schönes Adventure, schön klassisch. Ich selber habe noch gar nicht reinguckt. Wir gucken auf jeden Fall sofort mal rein. Gucken mal kurz in die Einstellung rein. Hier alles auf maximal haben. Sprache Deutsch, Vertonung ist aber Englisch. Ich hoffe jetzt mal, jetzt haben wir die Master-Lautstärke auf 100. Ich hoffe, das ist nicht ganz so laut jetzt mit dem kleinen Plätschern hier. Das geht noch. Hilfe hier zum Beispiel, die Steuerung wird auf jeden Fall, kann ich empfehlen, mit Controller zu spielen. Ich glaube, mit Maus und Tastatur wird das ein bisschen schwierig. Und dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Geschichte beginnen. Viel Spaß wünsche ich euch. One just arrived. Good quality wood, sturdy cast iron legs, very nice. Continue straight ahead, please. Don't worry, we have lots of your kind here. Now, let's see. Bit worn, no twin, factory knitted. I'd advise you to look for a job right here at the plant. Why don't you go down the stairs? Help us change the realm. Apply for your validation sticker right here. Get a job with meaning. Remember, you're not rotten, just forgotten. Ah, okay, weil die Sachen jetzt vergessen sind. Okay. Das ist auch mal cool. Auf jeden Fall echt putzig aus das Spiel. Schön gemacht. What's going on? So, jetzt können wir uns hier mit L können uns jetzt bewegen. Okay. Das sieht echt schick aus, ne? Also das haben sie echt schön gemacht. Das ist ja mit der Unity Engine gemacht. Ah, um zu interagieren. Okay. Kein Licht, ist etwa die Anima-Versorgung unterbrochen? Das hatten wir im Turm noch nie.
Hier geht's nach draußen. Also wie gesagt, Steam Link und Amazon Link ist alles dann in der Beschreibung drin. Meister Bonko und ich fühlt sich an, als wäre es ewig her. Okay. Kann jetzt hier, glaube ich, runtergehen, ne? War das eine Explosion oder habe ich nur geträumt? Hier lieber mal auf den Balkon und sehe nach, ob alles okay ist. Wir sollen jetzt auf den Balkon gehen, okay? Dann gehen wir auf den Balkon. Wäre cool auch mit dem. Mit dem Zeichentrick quasi so. Mit drinnen im Spiel. Oh, das ist ja echt nice gemacht. Keine Anima in der Werkstatt. Das wird Meister Bonko nicht gefallen. Im verflossenen Park ist es stockdunkel. Hinter diesem Schlamassel stecken die Rebellen. Rauch aus dem Wachturm. Hoffentlich ist Tiffany in Ordnung. Die Fabrik scheint zu arbeiten. Ja, mehr kommen jetzt. Ich glaube, das war's, ne? Hier noch was? Ach, da hinten. Drücke B, um den Balkon zu verlassen. Feuer am Hauptbahnhof. Ich muss schnellstens dorthin. Na, dann schauen wir mal. Das muss etwas mit dem Anima-Ausfall zu tun haben. So, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Jetzt rennt sie auch schon, okay. Geh mal runter. Aber sehr cool gemacht, ja. Na, bleib unten. In den Rohren ist kein Anima. Ich sollte den Umschalter aktivieren. Hier können wir nichts machen. Aber sowas habe ich auch noch nicht gespielt, so in diesem Stil. Das ist auch so ein bisschen rätselmäßig. Hier ist der Schalter. Wenn ich diesen Umschalter aktiviere, kann ich die Anima-Reserven des Turms anzapfen. Im Keller müssten einige Notfallzünder sein, die ich verwenden kann. Okay. Keller. Mal gucken, wo ist denn hier der Keller? Das ist die Tür zum Meister Bonkos Turm. Da drin war ich lange nicht mehr. Alleine kann ich sie nicht öffnen. Das ist ein System mit zwei Schaltern. Alleine kann ich sie nicht öffnen. Wo ist denn der Keller jetzt? Müssen wir erstmal zum Keller. Hier rechts geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich mache den Ton mal ein klein bisschen leiser, weil das ist doch ein bisschen zu laut. Sonst hört man mich ja fast gar nicht mehr. Hat er es jetzt übernommen? Ja. So, hier können wir den Schalter betätigen. Das bewirkt gar nichts, solange der Umschalter leer ist. Ja, aber wo ist denn der Keller? Komme ich denn hier zum Keller? Und hier wieder zurück. Dann runter. Ah ja. Jetzt noch weiter. Na. Hier haben wir noch was. Meister Bonko versucht sicher, mich über den Spiegel zu erreichen. Ich muss die Anima-Versorgung wiederherstellen. Ich sollte mit Meister Bonko reden, bevor ich aufbreche. Dazu muss ich die Anima-Versorgung wiederherstellen. Gehen wir jetzt in den Keller, würde ich sagen. Ja, steuert sich auch ganz gut hier mit dem Controller. Ah, hier ist noch was. Ich kann Anima aus diesen Zylindern destillieren, um den Unschalter oben zu aktivieren. X, um das Arca zu verwenden und die Anima-Vision zu aktivieren. Jetzt habe ich genug Anima, um den Umschalter oben zu aktivieren. Na, dann gucken wir mal. Hier rechts ist nichts mehr, dann gehen wir jetzt hoch. Freut sich hier jetzt gerade alles ganz gut über dem Stick. So, dann gehen wir mal jetzt ein bisschen wie nach oben. Achso, können wir jetzt mit X wieder machen. Einmal an den Hebel ziehen, müsste reichen. Sehr cool. Ah, jetzt geht hier alles an. Oh, das sieht ja cool aus. Bist du da, Anne? Vielleicht sollten wir wieder zurück, denke ich mal. Ja, ich bin da. Master Bonko, are you alright? What's going on? A rebel attack. I suspect they were trying to reach the tower. They have no idea what they are doing.
or what is at stake? Ah, jetzt müssen wir sogar entscheiden. Ich werde uns verteidigen. Was soll ich tun? Let them come. They won't get past me. Spirited as always, but they are probably already gone. First, we need to restore power to the areas around the tower. Load the dispensers and reverse the anima flow to draw from the tower's reserves. Of course, Master. Leave it to me. Once that is done, find out what is happening at the workshop. The ether bridge is our number one priority. It's almost finished, Anne. I only have one more segment to install. I'll check on Tiffany at the watchtower and get my wings. I'll call you when I get there. Good. Oh, and Anne? Yes, Master? I... never mind. Stay vigilant. Bald gehen wir nach Hause. Okay. Bald gehen wir nach Hause. Y, um das Tagebuch zu öffnen. Ich habe nach einem Anima-Ausfall etwas entdeckt, das aussah wie mehrere Explosionsstellen in der Stadt. Ich habe in meinem Teil des Turms die Anima wiederhergestellt, woraufhin Meister Bonko mich kontaktieren und über einen Sabotageangriff der Rebellen informieren konnte. Ich muss die Werkstatt wieder mit Anima versorgen, damit der Bau der Ätherbrücke fortgesetzt werden kann. Ich werde mich sofort dorthin begeben und unterwegs den Schaden am Wachturm begutachten. Ja, umblättern können wir jetzt hier noch nicht. So. Oh, lol. Hey, freeze! Lol. Ups. Lol. Was ist denn da los? Identify yourself for Gatling. My name's Dilly, Madam Enforcer. I'm a welder. Yes, that's it. I'm a welder at the workshop. Where's your validation sticker? It's... Oh, it's gone. I must have lost it. A rebel. I'm no rebel. I swear on the human who forgot me. Tell me what you're doing here. I, have an important message for Master Bonku. What's the message? Oh, yes. There's been an anima outage at the workshop, and the rebels have sabotaged the primary transfer pump near the central station. Hältst du mich für blöd? Deine Geschichte ist sinnlos. For Gatlings without validation stickers can't get jobs on the tower grounds. And Tiffany would have never let you through the watchtower without proper identification. She knows me? You rebels have no idea what you're doing or what's at stake. Oh, please don't distill me. Das ist doch ein Rebell. Lol. Don't come any closer. You leave me no choice. X und A, denke ich mal, ne? Es war eindeutig ein Rebell. Das hätte auch völlig anders ausgehen können. Oha. Wollen wir hier nochmal runter? Und hier unten brauchen wir jetzt erstmal Tagebucheintrag. Hier geht's weiter. Ein rebellischer Vergessener ist in den Turm eingedrungen. Er war rot, klein, gestrickt und trug eine Brille. Obwohl er eher verängstigt als aggressiv wirkte, konnte ich nicht riskieren, dass er entkommt. Er hatte sich offensichtlich durch eine Schwachstelle in der Verteidigung des Turms Zugang verschafft. Ich konnte nicht riskieren, dass diese Information in die Hände der Rebellen fällt. Ich werde die Wache am Wachturm nach Einzelheiten zu dieser Sache befragen, wenn ich dort ankomme. So, ah, gehen wir erstmal los. Ah, was haben wir hier noch? Neues Erinnerungsstück. Ah, okay. Gehen wir erstmal raus hier. Rain. Always rain. Mehr Regen. Ah. Hier, der Vorspann. No need. I'm headed to the watchtower. Still scrubbing away, I see. Indeed.
Master Banku has offered me a ticket across the Aether Bridge once I finish shining the tower's panels. And how's that going? So far, so good, madam. One down, only 11,244 to go. Lol. Mach weiter so. Keep up the good work, Pavel. You'll be done before you know it. I will, madam. The master will be pleased. Won't he? I'm sure of it. By the way, did you see a Forgotling pass by here earlier today? Glasses, clothy, kind of short? I haven't seen anyone like that. I've been so absorbed in my work. Is something the matter, madam? Ich sag mal die Wahrheit, die Rebellen haben angegriffen. Rebels have breached the tower grounds. One got into my house. How horrible! I would have been terrified. I should get to the watchtower. See you around. Bye, madam. A pleasure as always. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ah, mit RT können wir jetzt hier sprinten. Ah, zum Glück kann man hier unendlich sprinten. Bahnsystem wurde durch die Explosion beschädigt. Ich fürchte, ich muss heute zu Fuß gehen. Ah, cool gemacht, auch schöne Musik. Forgotten Anne. Und Throughline Games und Square Enix. Kommt hier Rauch, oder was? Mit RT und LT, um zu sprinten. This can't be the work of one rebel. Lol. Was für ein Chaos. Mit B, ach, mit B kann man. Okay. Ah ja, muss man jetzt auch nach oben drücken. Okay. Hier springt man also. Ich will erst mal gucken, dass sie hochkommt. Ah doch, sie kommt hoch. Oh, oh, oh. So, hier kann man. Ah, okay. Jetzt einen Weitsprung machen. So, jetzt müssen wir Anlauf nehmen und drüber springen. Oh, schön. Oh, jetzt habe ich B gedrückt. Ja, man darf hier nicht nochmal B drücken, denn dann springt sie wieder ab. Dann lässt sie wieder los. Einfach nach oben dann drücken, wenn sie sich hochziehen soll. Who's out there? The enforcer's on her way, so you'd better not try anything. Tiffany, it's me. Anne? Oh, the rebels were here. They were at my place too. Can't open the gate. The anima flow is disrupted. I'll load the dispenser and reverse the flow. Wait there. Okay. Ja. Und kein Anima hier? Great work, Anne. We've got anima again. Tiffany, it's good to see you're okay. Anne, I'm so glad you're here. Give me a situation report. Of course, Madam Enforcer. Follow me. A group of Forgotlings arrived from the workshop this morning. I thought they were bringing some gizmo for the Aether Bridge. I didn't realize their validation stickers were forged until after they were already through the front gate. So I activated the emergency shutdown. This little red scarf ran straight through the rear gate. Kleine rote Schal. Okay. Gib dir nicht selber die Schuld. It was a chaotic situation, and you did the best you could. At least nobody got hurt. Don't beat yourself up about it. Thanks, Anne. I won't let it happen again. I know I can depend on you, Tiff. Oh, he's going to be angry, isn't he? I hope I can still go after this. Nobody's canceling your ticket across the Aether Bridge. I'll put in a good word for you. The rebels tried to blow up the gate several times. It's a mess outside.
I saw. That blast destroyed the rail system. It's gonna affect the deliveries from the workshop. Like that wasn't enough, the attack blew out the gate control. I'm trying to fix it, but it might take a while. I need to get my wings. You want me to bring you the anima wrench? Would you? Thanks, Anne. How are the repairs coming along? Oh, I forgot the anima wrench. I think I remember seeing it in the basement somewhere. Okay, so an der Stelle würde ich erstmal einen Break machen, das war erstmal so ein erster Einblick und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Nochmal vielen Dank an Square Enix und dann wünsche ich euch auf jeden Fall, falls euch das Spiel interessiert, auch viel Spaß mit dem Spiel. Und dann bis zur nächsten Folge, euer Nobotofing. Tschüss!